Kamera läuft, ja. Dann willkommen hier bei Streamtendo zu einer neuen Folge Tierkreuzung. Um genau zu sein, Tierkreuzung, neue Horizonte. Das ist so fürchterlich, wenn man das Deutsch ausspricht. Na jedenfalls dachte ich mir, wir könnten heute mal ein bisschen streamen. Und unseren Weg erneuern. Jetzt haben wir ja das Terraforming und mittlerweile kann ich die AC-Pattern-Wege nicht mehr sehen. Also. Oh, holy shit. Machen wir das, was wir ohnehin tun müssen. Fangen aber erstmal hier diese Spinne. Was für eine Überraschung, oder? Kaum gehe ich nach draußen. Alter. Das hat mir schon einen Schrecken eingejagt. Und ich habe auch einen guten Tipp bekommen bezüglich dieser freien Felder hier. Dass Nintendo einem das so unnormal schwierig macht, ist super sad. Man kann nämlich auf normalem Wege dieses freie Grasfeld hier nicht mit dem Terraforming übermalen. Die einzige Möglichkeit ist, ein Gebäude abzureißen oder umziehen zu lassen. Selbiges gilt für die Brücke, nur dass man die ja nicht umziehen lassen kann. Die muss man wirklich zerstören und neu bauen. Dann vorher den Boden festlegen und die Brücke draufbauen. Ach nee, Quatsch, was rede ich denn? Bei der Brücke geht's ja noch. Sorry, kleiner Fehler. Quatsch. Lost. Die Gebäude. Für die Gebäude gilt das. Ja, also für den Laden beispielsweise. Weil wir hatten ja das Problem, dass wir beim Laden... Warte, habe ich den Stock dabei? Ja. Beim Laden... gab's ja dieses freie Feld hier, ne? Das da, dieses ekelhafte. Und das kriegen wir nur weg, indem wir vorher den Boden dorthin machen und dann den Laden draufsetzen. Richtig ärgerlich. Aber so ist es nun mal. Und ich bin immer noch unschlüssig, ob ich jetzt überall diesen Felsweg hier nehmen soll. Oder... ob ich durchwechsel. Wie umständlich ist das denn? Ja, es gibt leider wirklich ziemlich viele Kleinigkeiten, die an dem Spiel echt stören. Und ich verstehe auch nicht so richtig, warum das so ist. Hat sich da keiner Gedanken gemacht oder wo ist das Problem? Und es fehlen ja auch tatsächlich ziemlich viele Inhalte. Es ist zwar jetzt einiges geleakt worden durch Data Mining, also es wird wohl noch einige große Updates geben. Aber... puh. So nach dem ersten Hype-Monat... Weil es ist ja noch kein ganzer Monat... Ja doch! Ach doch, tatsächlich! Jetzt ist Animal Crossing New Horizons schon einen Monat draußen. Genau heute. Ach krass. Ja gut, wie dem auch sei. Dann, ich weiß es nicht. Nach einem Monat fällt einem halt schon auf, dass einiges nicht ganz so geil ist, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Boden, der ist geil. Den fühle ich. Felsweg. Durchwechseln. Ja, also was ich meinte ist, zwischen den beiden Felswegen durchwechseln. Weil ich finde ja beide krass. Ja, den da. Und den da. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Vor allem, ich bin ja fast gezwungen, immer bei einem Weg zwei Felder zu bemalen, weil eins sieht total dumm aus. Zumindest beim Felsweg. Oder? Das hier, Chalk. Das hier, geht gar nicht klar. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mit der Wasserlizenz spielen,
Weil wir haben hier ja auch gar keinen Platz, um einen doppelten Weg zu pflastern. Naja. Machen wir erstmal die normalen Patterns weg. Dann ist das ja schon mal ein großer Vorteil. Und erinnert mich bitte, dass wir in circa 20 Minuten zum Laden gehen. Weil kurz bevor der Laden zumacht, ich glaube in den letzten 30 Minuten, spielt eine exklusive Musik. Und die soll sehr, sehr schön sein. Ich habe sie mir noch nicht angehört. Weil irgendwie kam es noch nie dazu, dass ich um 21, 30, 40 oder 50 im Laden war. Weil um 22 Uhr macht er ja zu. Aber heute, wie der Moment gerade so passend ist, wollen wir ihn noch nutzen. Es ist 21.19 Uhr momentan. Und ja, in 15 Minuten circa. Spammt mal bitte alle in den Chat. Geh in den Laden! Geh in den Laden! Ich muss da sowieso noch rein und ein paar Sachen kaufen. Und gleichzeitig können wir uns dann ja mal diesen Track reinziehen. Bin echt gespannt. Dann musst du halt die Bäume eins nach unten setzen. Ja, das ginge natürlich auch, aber dann ist es hier wieder nicht symmetrisch, ne? Die haben ja einen Grund, warum sie da stehen. Aber wenn ich jetzt hier ein bisschen Wasser wegnehme, dann schaut das vielleicht doof mit dem Campingplatz aus. Obwohl... Nee, es geht sogar noch voll klar. Wann besuchst du Zuschauer? Ja, im besten Falle morgen wieder. Wenn jemand einen heftigen Rübenpreis hat. Also gerne mich informieren. Dann schnei ich vorbei. Alter, man sieht hier nichts. Was mich auch extrem stört, dass man auf der Oberwelt die Kamera nicht frei bewegen kann. Weißt du, ich kann hier nur nach oben und ganz nach unten. Aber es gibt so viele Situationen, wo ich sie halt auch einfach gerne mal gedreht hätte. Vor allem, als ich im Blumenbeet gearbeitet habe oder meine Obstbäume gepflanzt habe. Da habe ich mir so oft gewünscht, boah, bitte lass mich doch einfach nur durch alles durchgucken. Ist echt ein schönes Spiel und es kommen bestimmt auch noch geile Updates. Aber sie haben schon viele kleine Fehler gemacht, leider. Dang. Ja, und das mit den Bewohnern, das haben wir ja schon mal angesprochen. Dass die mir ein bisschen zu soft sind und auch zu langweilig. Früher waren die Bewohner in Animal Crossing so das Wichtigste. Und heute haben sie nur noch eine Nebenrolle. Ist echt schade. So, jetzt geht das doch voll klar, oder? Nintendo Network wurde gehackt. Ist das schon confirmed? Ich habe nur mitbekommen, dass wohl bei einigen irgendwelche unautorisierten Aktionen durchgeführt wurden. Mir fällt auch gerade auf, wir müssen, glaube ich, diese Brücke austauschen, weil die passt halt auch optisch überhaupt nicht mehr zur Stadt. Kann man die überhaupt noch bekommen, diese billige Brücke hier? Ich glaube, die ist gar nicht mehr in dem Menü dabei bei Nook, oder? Lol. Oder Möbel aufstellen. Was meinst du mit Möbel aufstellen? Das Möbel aufstellen? Ach so, dass das auch nervig ist. Oh, das dachte ich die ersten zwei Wochen auch. Aber ich habe rausgefunden, es ist einfach das Beste, wenn man instant in diesen Designer-Modus geht. Also Steuerkreuz nach unten drücken. Weil du kannst ja auch in dieser Ansicht Items aus der Tasche oder deinem Lager droppen. Und ich mache das so super gerne, wenn ich einiges platzieren möchte. Vielleicht finden wir ja was im Laden, dann kann ich es zeigen. Ich gehe in diese Ansicht und schmeiß erstmal alles auf den Boden. Und dann kannst du ja auch auf ganz entspannt, quasi in diesem Zuschauermodus, sage ich jetzt mal, die Sachen grabben und platzieren, ne? Das ist viel, viel gechillter. Macht nicht den Fehler, wie ich in den ersten zwei Wochen, und platziert alles in der normalen Ansicht und verschiebt es dann. Das ist komplett unnötig. Domdom! Du Ehrenmann! Domdom09, du hättest 54 Münzen! Wer Domtento nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Das ist lieb, dankeschön. Aber vor allem möchte ich eine Unterstützung da lassen für die Katze, weil Haustiere sind Familienmitglieder. Domi, du bist der Beste und danke für alles. Ja, ich spreche gleich nochmal drüber.
Ich weiß nicht, ob Juli noch was gepostet hat heute, aber da gibt's News, die... Ja, ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht sind. Ich sag gleich noch was zu der Katze. Erstmal danke an Alina Sophie Buch für die Domility-Mitgliedschaft. Und Binder für die Mitgliedschaft. Shadow and Triforce für eine Münze. Schau Killer HD44 für die Ehrenmitgliedschaft. Danke dir. Kim Breit lässt 45 da. Endlich kann ich wieder live dabei sein, habe das Spiel endlich auch und suchte es. Der Suchtfaktor ist auf jeden Fall sehr groß, ja. Aber ich muss auch gestehen, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr so sehr, was ich noch machen soll. Weswegen ich jetzt hier eben auch streame, sage ich ganz ehrlich. Ich war jetzt schon die letzten zwei Tage dran und dachte mir so, boah, was soll ich eigentlich in dem heutigen Part machen? Also es kann gut sein, dass es jetzt bald nicht mehr täglich kommt. Und halt nur noch dann, wenn es auch was zu sehen gibt, sage ich jetzt mal. Oh, Moment mal, machen wir das nicht eigentlich gerade komplett falsch? Weil ich wollte ja hier den anderen Boden haben, ne? Zumindest, wenn ich das jetzt durchziehe. Weil ich glaube, das so ineinander zusammenfließen zu lassen, ist kacke. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich diesen Boden hier fühlen würde. Andererseits, wo soll ich ihn platzieren, wenn nicht in der Stadtmitte? Weil woanders macht er keinen Sinn. Ich glaube, ich spinne das jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter und guck dann mal, wie es aussieht. Man kann ja immer noch mal drüber fahren und das ändern. Hole Schaffer, danke für 5 Münzlis. Moino aus dem Schweizer Lockdown. Langeweile mit AC-Livestream füllen, beste. Ist bei euch noch keine Lockerung am Start? Also bei uns ist es ja schon so. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das werden wir in 2 Wochen sehen. Bin ich auch unschlüssig, muss ich sagen. Aber jetzt gibt's ja tatsächlich Maskenpflicht, Leute. Habt ihr schon eine Maske? Ich weiß gar nicht mal, wo ich eine herbekommen soll. Es soll wohl auch möglich sein, mit so einem Schal, also sich den einfach um den Mund zu binden, rauszugehen. Aber Digga. Es geht. Krass, ey. Fani 92. Schönen Abend an alle, wünscht sie. Danke für die 349. Kartoffel, Noko, eine Münze da gelassen. Jesse Luna Mitglied geworden. Jan Erbert ist Ehrenmitglied geworden. Und Evoxy Official auch. Matze, normales Mitglied. Kevin Nummer 1, eine Münze da gelassen. Levi Ehrenmitglied geworden. Alter, komm gar nicht hinterher hier. Möchtest du auf meine Insel? Rübenpreis 680. Klingt auf jeden Fall ganz geil, Levi Lev. Aber das gilt ja auch nur 12 Stunden. Und ich denke, heute mache ich kein Animal Crossing mehr. Also wenn dann morgen Vormittag oder... Ja, wobei... Ja, doch, doch. Meldet euch mal morgen Vormittag, wenn ihr einen krassen Preis habt. Das wäre nice. Und wenn jemand über Tippi donated hat, bitte mal, in Chat posten. Da sehe ich nämlich momentan noch nichts und ich habe mit einem anderen Anbieter rumgespielt. Jetzt habe ich gerade Angst, dass das gar nicht mehr über Tippi angezeigt wird. Auch wenn ich das noch nicht autorisiert habe. Nicht, dass da was untergeht. Das wäre natürlich scheiße. Kennst du Cosplays? Ja, na klar. So, und ich muss sagen, ist geil. Masken wurden sogar vor Rathäusern verteilt. Was? Ernsthaft? Gibt's doch überall Mangel. Deswegen frage ich ja auch. Können wir dich besuchen? Nee. Das ist leider zu riskant. Aber ich komme, wie gesagt, gerne auf eure Insel, wenn ihr heftigen Rübenpreis habt. Wird aber auch Besuchsstreams ohne Rübenpreise geben. Jetzt ist halt nur Wochenanfang und dann sollte man das mitnehmen, finde ich. Ja, doch. Ich glaube, ich mache hier in der Stadtmitte diesen anderen Boden. Was ist mit der Katze? Ja, also seit ein paar Tagen haben wir leider ein bisschen Pech. Der Hund hat Probleme. Verdacht auf Tumore.
Da sieht es aber schon wieder ein bisschen besser aus. Und dann auch noch direkt die Katze hinterher. Da wissen wir noch nicht genau, was es ist, aber sie hatte krass Fieber und Schnupfen. Eigentlich ist sie gegen Katzenschnupfen geimpft und die zweite Katze hat auch gar nichts. Nur die eine. Aber ihr geht's halt richtig schlecht. Dann waren wir halt beim Tierarzt, haben Spritzen geben lassen. Hat allerdings nichts gebracht. Im Gegenteil, die Temperatur war heute, ja, muss man so sagen, auf Lebensgefahr. Ging dann so weit, dass wir nochmal zum Arzt gehen mussten. Dann hat sie Infusionen gekriegt, war da jetzt 2 Stunden. Ich glaube, sie hat auch nochmal eine Spritze gekriegt und Medikamente. Es ist schon echt eine Tortur, aber es ging nicht anders, weil, ja, Temperatur war krass hoch. Ja, und jetzt ist die Frage, was hat sie eigentlich? Weil die Medikamente hätten eigentlich gegen den Schnupfen, was der erste Verdacht war, trotz Impfung, wirken müssen, aber haben sie nicht. Daher wurde nebenbei noch ein Bluttest gemacht, aber das Ergebnis kommt leider erst am Mittwoch. Und da sie halt noch nicht 3 Jahre alt ist, ja, Remi, genau, es geht um Remi. Da sie noch nicht 3 Jahre alt ist, kann es auch sein, dass sie halt diese tödliche Krankheit hat, FIP. Die kriegen, ich bin da kein Experte, aber viele Katzen im Alter zwischen 8 Monaten und 3 Jahren bekommen das. Das ist, ja, wie die Ironie des Schicksals so will, ein Coronavirus. Ja, 2020 ist anscheinend Corona durch und durch. Es hat irgendwas mit dem Fell am Bauch zu tun. Also da ist eine Mutation der Viren und es verläuft sehr tödlich normalerweise. Es gibt jetzt zwar seit einem Jahr wohl ein Heilmittel dagegen. FIP nennt sich die Scheiße. Aber das ist eigentlich ein Mittel für Menschen. Und ist noch nicht offiziell zugelassen. Können Katzen Corona bekommen? Soweit ich weiß, haben alle Katzen sogar schon Coronaviren in sich, von Haus aus. Warum? Keine Ahnung, aber ist so. Und in diesem Fall ist das halt mutiert. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, sie hat es, was ich nicht hoffe. Ja, dann schaut es halt schlecht aus, ne? Wobei wir auch dann Glück hätten. Denn wie gesagt, bis vor einem Jahr galt das noch als Todesurteil. Also da gab es gar keine Hoffnung. Vielleicht habt ihr auch eine Katze, die genau daran gestorben ist, weil das betrifft sehr, sehr viele junge Katzen. Aber jetzt wollen wir noch nicht vom Schlimmsten ausgehen. Warten wir mal ab. Mittwoch kommt das Ergebnis. Ich hoffe, es ist einfach nur, warum auch immer, weil es ist eine Hauskatze und ich weiß nicht, woher sie es haben könnte, aber vielleicht ist es doch einfach nur eine heftige Version dieses fucking Katzenschnupfens. Ja, wäre mir lieber als der andere Scheiß. Aber die Ärztin ist halt auch verwirrt, weil eigentlich hätten die Medikamente anschlagen müssen. Da sie das nicht haben. Ja. Könnte es was Belastenderes sein. Mal schauen. Aber vorhin beim Tierarzt, das war schon echt die Hölle, Alter. Wir saßen da über eine Stunde, während sie Infusion hatte und haben einfach gar kein Feedback bekommen. Wussten jetzt nicht, wovon sollen wir eigentlich ausgehen? Lebt sie überhaupt noch? War schon anders krass. Ich überlege, ob ich jetzt hier auf dem Weg zu den Wohnhäusern doch den anderen Weg nehme. Und nur die Hauptwege mit diesem Bogen bepflastere. Geh in den Laden. Ja, mache ich gleich. Ich weiß nämlich momentan nicht, ob die Musik jetzt schon spielt. Aber ich gehe gleich. Probieren wir es einfach mal aus. Schauen wir mal, wie es aussieht. Steinweg. Wird dann hier oben anfangen einfach. Ah, verdammt. Oh, oder Moment mal. Dann hat man wieder keinen so einen Übergang, oder? Mann, das ist aber auch blöd gemacht. Scheiße, Mann. Nee, dann geht's nicht. Weil so schaut das ja total blöd aus. Oder, Chat? Kann man da irgendwie eine Verbindung hinmachen? Nee, ne?
Nee, es geht nicht. Schmutz. Nee, dann müssen wir durchziehen. Aber... wie kriegt man denn dann schöne, unterschiedliche Wege hin? Wirklich nur durch feste Abtrennungen wie Brücken zum Beispiel? Ist da echt keine andere Möglichkeit oder was? Gibt's doch nicht. Die Musik spielt ab 21:50. Nee, die spielt doch schon vorher, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, die spielt schon vorher. Oh, neue Hose. Bambus-Schachtel-Kobold. Okay, krass. Nein, Verbindung geht echt nicht. Als ob. Was ein Dreck. Aber, seht ihr, genau das meine ich. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die einfach dehypen. Leider. Leider, leider. Und ich denke, ich muss hier sogar die Platzierung der Bäume ändern, oder? Dann machen wir hier einfach einen dreifachen Weg dann hin. Dann ist aber die Frage, warum ist der Weg zu einem Bewohner dicker als der Hauptweg? Wobei sich das ja auch noch ändern lässt. Was findet ihr besser? Zwei Felder Weg? Oder drei? Aber ich muss fast schon wegen den Bäumen drei machen. Na, wobei. Kann die hier auch einfach alle runtersetzen und dann bleiben wir bei einheitlich zwei. Drei ist vielleicht echt ein bisschen krass. Ja, bleiben wir bei zwei. Ist besser. Ich mach den Weg hier noch fertig und dann gehen wir in den Laden. Wenn du um 22 Uhr im Laden bist, dann schmeißen sie dich raus. Oh, stimmt, das wäre natürlich auch noch ganz geil mitzunehmen, oder? Das würde ich gerne mal erleben. Zwei Wege. Also die meisten wollen auch zwei Wege. Ich denke auch. Drei ist dann wieder zu fett. Das ist schon okay so. Muss aber die untere Baumreihe ein Feld nach unten setzen. Weil meine Idee war immer, Bäume in einem gewissen Abstand zueinander zu bauen und dann davor noch Blumen. So machen wir das auch. Aber heute ist mir erstmal wichtig, dass wir das mit den Wegen hinkriegen. Alter, man sieht nichts! So ein Schmutz! Wenn man halt wenigstens noch eine Ansicht hätte, die so wirklich direkt von oben drauf guckt. So eine Vogelperspektive, weißt du? Aber nein! Gib es nicht. Okay, dann gehen wir einfach zweimal in den Laden, oder? Holen wir jetzt die Sachen ab, damit wir dann am Ende kein Drama haben. Und dann gehe ich nochmal rein, um mich rausschmeißen zu lassen. Es ist Punkt 22 Uhr, Ladenschluss! Nee, aber man sollte auch wirklich nicht auf den letzten Drücker in den Laden gehen, Leute. Das ist nicht cool. Ihr wisst selber, der Job da an der Kasse ist anstrengend, gerade zu diesen Zeiten. Und es ist natürlich schon ein bisschen unverschämt, dann noch die letzten 5 Minuten einen Großeinkauf zu machen. Das ist mir auch schon mal passiert, weil es halt einfach, ja, zu Hause Umstände gab, weswegen ich nicht früher konnte. Aber ich habe mich dann schon auch geschämt, dass die dann nochmal 10 Minuten Überstunden machen müssen. Und ich glaube, es wird nicht mal bezahlt, oder? Ecken abrunden nicht vergessen. Oh, du hast recht. Kann man das auch machen, wenn man einen anderen Stil gerade in der Hand hat? Dachte ich mir. Nein. Das war ja auch wieder so schwer zu programmieren.
Kann man den Campingplatz eigentlich auch nochmal versetzen? Würde ich gerne mal machen. Um dieses verdammte leere Feld wegzubekommen. Die Kamera ist wahrhaftig auf Super Mario 64 Niveau. Ja. Ich glaube, die haben die einfach nur importiert, die Einstellungen. So Copy-Paste von Mario 64 rein in Animal Crossing New Horizons. Zehn Minuten Überstunden. Ja, das klingt nicht nach viel, aber ich kann mir vorstellen, wenn du da im Einzelhandel arbeitest, das kommt so gut wie jeden Tag vor, dass Leute noch am Ende einkaufen. Also ich sage auch nicht, dass ihr es auf gar keinen Fall tun dürft, aber denkt halt auch ein bisschen so nach und geht, wenn's möglich ist, halt einfach ein bisschen früher. Das ist mir wie gesagt auch schon passiert, aber es sollte halt nicht die Regel sein, ne? Heute viel los im Chat. Ja, allerdings ist es sehr schwer, das alles zu verfolgen. Es sind aber auch 5300 Zuschauer, warum auch immer. Ich mache nur Böden, Leute. Was wollt ihr hier? bevor wir in den Laden gehen, holen wir das erstmal alles nach, was gegönnt wurde von den Ehrenmännern und Frauen. Jennifer Schneider, du bist neu bei den Ehrenmitgliedern. Danke dir. Fabian Wild hat zwei Münzlichter gelassen. Die Berufsschulen sind bei uns bis zum 8. Juni zu. Bis zum 8. Juni, oha. Ja, bei uns macht alles schon spätestens im Mai auf, ne? Krass. Okay, rein in den Laden! Vielen Dank für die coole Unterhaltung. Kein Problem, Gamer HD. Danke fürs Anschauen. Und jetzt? Hören wir eine andere Musik? Nee, oder? Tatsächlich nicht. Kommt es doch erst in den letzten 10 Minuten? Oha. Vorhin hatte ja einer geschrieben, das kommt erst um 50. Scheint zu stimmen. Weil das, was wir hier gerade hören, ist die ganz normale Musik. Na, dann gehe ich wieder. Tschüss. Kim Breit, danke für 5,49. In Dortmund hält sich keiner an die Regeln und schau den Stream nebenbei, während ich Kisten packe. Danke für deine täglich harte Arbeit. Echt so schlimm? Also ich hatte so den Eindruck, die letzten Tage ging das eigentlich voll klar. Also ich habe kaum mehr Leute draußen chillen sehen, sage ich jetzt mal. Aber das ist natürlich regional auch immer anders. Oh, wie ist es denn jetzt hier eigentlich mit dem Brunnen? Wobei, den kann ich ja ganz easy aufheben, ne? Ja, genau. Okay. Vergrab mal 99.000 Sternis. Mach ich bald mal. Auch wenn das ein hohes Risiko ist. Ich hab gehört, es gibt gewisse Algorithmen, sage ich jetzt mal dazu. Die bestimmen, ob ein Baum fruchtbar wird oder nicht. Also ob er mehr als 30.000 Sternis abwirft. Und dieses Schema kann man herausfinden, wenn man 2 Wochen lang immer dokumentiert, was aus dem Baum geworden ist. Also man soll jeden Tag 11.000 Sternis vergraben. Und dann immer aufschreiben, wann man 30.000 bekommen hat und wann 33.000. Und das wird sich dann jede Woche scheinbar wiederholen. Da könnt ihr aber auch einfach mal googeln. Dann findet ihr das heraus. Aber auf jeden Fall ist es nicht Zufall, ob ein Baum Früchte trägt oder nicht. Und danke für den Fünfer, Niklas. Cell Jara LP ist Mitglied geworden. Raphael Zimmermann zum Münzentag lassen. Ich hasse es, wenn Freunde sterben. Tiere sind Beste. Ja, leider gehört das halt zum Leben dazu. Aber nach 3 Jahren sieht man das natürlich nicht ein, schon eine Katze zu verlieren. Deshalb hoffen wir mal das Beste. Bin aber auch sehr gespannt auf Mittwoch. Wer weiß, im besten Fall ist morgen schon vorbei und das war halt heute einfach nur nochmal
der große Abschluss, sage ich jetzt mal. Weil dir ging es ja zwischendurch auch besser. Nach den ersten Spritzen war es ja erstmal besser. Aber dann am nächsten Tag heftiger Rückfall. Das ist das Seltsame an dem ganzen Scheiß. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Ey, ganz ehrlich, wer stellt sich bei Nintendo hin und sagt sich, ey, so wie wir das gemacht haben, geil. Das ist furchtbar. So die Insel zu designen. Elli, Tikino, danke für die Mitgliedschaft. Eve Oxy Official, nochmal eine Münze dagelassen. Wigglerfan 5, pray for Remy. Dankeschön. Aber sagt man das nicht normalerweise, wenn es schon zu spät ist? Nee, kann natürlich gerne im Vorfeld schon geschehen. Auch wenn ich nicht gläubig bin. Luna Jay, danke für 2 Münzen. Willst du auch Gaston wieder haben? Gibt's den? Aber wenn ja, dann nee. Wenn, dann noch Doris und Prinz. Gaston fühle ich jetzt nicht so. Last Gaming und Julian Töne, danke für die Mitgliedschaft. Julian sogar die Ehrenmitgliedschaft aktiviert. Bester Mann. Dann noch Romy Mette und Domicraft. Dankeschön auch euch beiden für den Sub. Kam jetzt eigentlich was über Tippi? Der Chat ist so durchgerattert, ich konnte es nicht verfolgen. Also bei mir sehe ich nichts. Nicht, dass jetzt tatsächlich irgendwie die ganzen Donies auf die neue Seite umgeleitet werden und ich sehe deswegen nichts. Das wäre mega Schmutz. Was? Warum gibt es deine Shirts nicht kleiner zu kaufen? Wie klein willst du sie denn haben? Also bis S? Gibt's die ja. Klar, man könnte darüber nachdenken, XS einzuführen. Aber ich glaube, wir hatten da ganz am Anfang mal einen Test gemacht zu den ersten 4 Designs und ja, die Nachfrage war okay, aber jetzt nicht so, dass man es bei jedem Design dauerhaft anbieten sollte. Nein, Helge gibt es nicht. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt. Helge gibt es nur im allerersten Animal Crossing und sonst in keinem, leider. Ich verstehe das sowieso nicht, warum man Bewohner einfach gestrichen hat. Vor allem jetzt für New Horizons hätte man doch eigentlich alle wieder zurückholen können, oder? Kiki gibt's ja. Aber von der habe ich mich ja getrennt. Wir haben uns auseinandergelebt. Das wäre ein bisschen weird, wenn sie auf die Insel kommt. Würde ich mich nicht so wohlfühlen. Sienchen, danke für 10,99. Wenn du sonst in den Laden gehst, sprechen sie dich doch nicht direkt an, oder? Steht nicht sonst nur Willkommen über deren Köpfe? Doch, die sprechen einen schon immer wieder an, soweit ich mich erinnern kann. Aber wir können ja nochmal gucken. Es ist jetzt 21 Uhr. Oder warten wir die 3 Minuten noch. Um 50 gehe ich rein, dann muss eigentlich der Track spielen. Ansonsten ist hier irgendwas nicht ganz richtig. Wunderschönen guten Abend wünscht Martin Luther. Das ist sehr nett von dir. Danke auch für den 5er, mein Lieber. Ehre. Katsuki Bakoku, 2 Münzen. I said cool island and one thing, you're cool. Thank you! Patrick Münze, Mitglied geworden. Danke dir und viel Spaß mit den Emojis. Gleiches gilt für Lev Lev. Yoshi Yoshi hat 11 Münzen dagelassen. Moin Domi, hab heute einen verdammt langen Arbeitstag, 15 Stunden. Ich arbeite übrigens jeden Tag 15 Stunden. Bin richtig kaputt und das am Montag. Oh ja, Wochenanfang ist natürlich scheiße, ne? Jetzt erstmal entspannt Stream schauen und gleich schlafen. Danke für gute Unterhaltung. Halte durch und erhol dich gut nachher im Schlaf, mein Lieber. Aber man muss ja auch tatsächlich froh sein, dass man noch seine Arbeit hat in diesen Tagen.
Viele haben sie nämlich nicht mehr. Scheiß Corona-Dreck. Ey, der Mond ist... Der Mond ist mal schön. Richtig geil. Solangelo forever. 5er da gelassen. Ich werde nächsten Montag 16 und anstatt mit der Schule nach Rom zu fliegen, kann ich jetzt alleine feiern. Ah, fuck. Ja, Reisen und so ist ganz schwierig. Ich habe ja da auch ein Problem. Ich hatte ja lange bevor das alles losging, eine Costa Rica-Rundreise gebucht. Für einen hohen Betrag, für 3 Leute. Und das ist natürlich jetzt auch alles geparkt, ne? Kriegt man nicht zurück. Höchstens ein Gutschein, der aber auch nur ein Jahr gilt. Nicht geil. Vor allem, was mache ich, wenn die Firma pleite geht? Dann ist die Kohle auf jeden Fall weg, denke ich. Und bei den Reiseunternehmen, und das war ein lokaler Anbieter, also jetzt nicht irgendwas Großes wie, was weiß ich, TUI oder so. Da darf man sich dann, glaube ich, schon Sorgen machen. Da ist einfach alles scheiße. The Black Death, danke für die Ehrenmitgliedschaft. Der Nintendo 75, auch normale Mitgliedschaft, vielen, vielen, vielen Dank. Und jetzt auf zum Laden! Es ist 21.49 Uhr. Wobei, es zählt ja das, was im Spiel abgeht. Okay, 50, let's go. Ja, sieht schön aus hier. Stellt euch jetzt noch Blumen so rechts und links vor. Geil. Und? Ja, jetzt. Oh, voll die schöne Musik, Alter. So klassisch. Im Sinne von hochwertig, qualitativ, adelig. Ich mach's für euch mal ein bisschen lauter, warte mal. Also es ist ein leiser Track. Betreib mal richtig, okay? Ich weiß jetzt nicht, wie laut das für euch ist. Aber gönnt euch einfach mal. Und da vorne ist ein Tresor! Wie geil! Den will ich haben. 3600 Sterne, ist her damit. Und ein Sofa! Das ist zwar nicht besonders schön, aber das kann man bestimmt noch einfärben. Ein Bonbon-Sofa. What the fuck? 9600? Aus was ist das? Kaschmir? Und mal wieder eine Gitarre, aber diesmal anderes Design. Eine Jazz-Gitarre. Was? Für 71.000? Digga, seid ihr geisteskrank? Verdammt, wenn ich das noch haben will, dann muss ich mich jetzt beeilen. Wie ist denn euer Rübenpreis? Vielleicht kann ich ja sogar bei mir zu Hause was verkaufen. Ja, ist okay, oder? Jetzt nicht, dass ich sage, ich verkauf's, aber ist okay. Habe ich überhaupt was zu verkaufen? Ah, stimmt, die Spinne. Ja, das reicht aber nicht. Oder? Geben die 12 oder 8.000? 8. Ah doch, dann reicht's ja. Ja, oder wie viel hat die Hose? 71 oder 73? Jetzt sagt nicht 73k. Sagt nicht 73k. Okay. Sammlerstück. Ja, aber sowas von. Von wem ist die Gitarre bitte? Irgendein heftiger Weltstar. 71.000. Da muss ich los. Vielleicht deswegen auch diese Musik, diese adlige. Wie wenn du. Ich fühle mich gerade wie in einem Schloss. Ein super Stream zum Entspannen. Das freut mich, Bruder. Danke dir. Demolieren? Renovieren. Achso. Okay, fürs Renovieren bekommen wir einen weiteren Stempel, aber das war nicht das, was gerade aktiviert wurde, sondern Griff nach den Sternis. Fürs Ausgeben
von Geld im Laden. Ich habe schon mehr als 500.000 Sternis im Laden ausgegeben. Heftig. Und Ballonschütze, Stempel 4. Die Gitarre ist wahrscheinlich von KK. Ah, genau, das macht Sinn. Und noch der Stempel für die Fahne, die wir im letzten Part aktiviert haben. Die Nintendo-Fahne. Ja, und das Zeug, das haben wir schon da, das brauchen wir nicht. Das Krasse ist eh immer da hinten. Die Musik ist so gut. Finde ich auch, ey. Die wollen für eine 8K-Kamera 19.000, für so eine Gitarre 71. Ja, manchmal sind Preise nicht ganz nachvollziehbar. Da hast du recht. Schau noch mal ganz geschwind hier hinein. Oh, das ist ja süß. So eine Elefantengieß... Ah, kann ich mir nicht leisten. Nein. Oder kann ich vielleicht noch schnell Geld holen? Komm, wir düsen schnell und holen Geld. Aber ich muss auch aufpassen, weil wir wollen uns ja rauswerfen lassen. Der Laden hat noch 5 Minuten offen. Mein Rübenpreis beträgt leider 92. Ja, nicht traurig sein. Montags ist der Preis eigentlich immer am schlechtesten. Deswegen habe ich mich auch gewundert, dass er gerade über 100 war. Es könnte sein, dass auf meiner eigenen Insel diese Woche ein heftiger Preis ist. Oh, wieder leiser machen, ne? Huch. Wir holen schnell Geld. Auch wegen Tapeten. Vielleicht finde ich noch ein paar coole. Aber jetzt schnell. Boah, was ein Husten gerade. Auszahlung. Auszahlung heute. 50k. Porsche Cayman S. Nintendo wurde gehackt. Das lese ich jetzt schon zum zweiten Mal, aber weiß ich nicht, ob das schon confirmed ist. Muss ich später mal schauen. Wir bestellen den Track. Und wir könnten noch ganz schnell nach Zäunen schauen. Ah, oder nach dem Custom-Ding, was uns noch fehlt. Ja, hier. Eigenes Design bei der Wege-Lizenz. Dann haben wir alles, was man braucht. Fürs Terraformen. Wo ist die Folge 52? Na, auf dem Kanal. Kam heute Vormittag. Heute Nachmittag. Samstag hatte ich 27 als Preis. Oha. Ja, das Szenario gibt es natürlich auch. Aber meistens wird der Preis sehr gut, wenn schon am Montag über 100 angeboten werden. Ist egal. Ich werde sowieso nicht bei mir verkaufen. Oh, Alter, wie hübsch ist sie bitte heute. Guckt euch die Tasche an und dieses Blümchen. Dazu noch diese Schleife im Haar. Aber wir tragen keine teuren Klamotten, wir sollten sie nicht ansprechen. Das letzte Mal hat sie mich ja auch blöd angemacht, weil ich mit Mario Overall vor ihr stand. So, wir sind zurück. Mit welchem Controller zockst du? Grundsätzlich mit Switch Pro Controller. Ist der beste Controller, den es gibt, meiner Meinung nach. So, die Gießkanne. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An den blauen Elefanten aus die Sendung mit der Maus. Voll schön. Ich verstehe nicht, was man mit dieser scheiß Stoppuhr will. Okay. Ach, das ist eine andere Version von dem, was wir gerade haben, ne? Und Digga, was ist das? Das sieht geil aus. Ich glaube, das schauen wir uns auch gleich alles mal genauer an. Ja, eins davon. Das nehme ich auch mal, wobei ich nicht glaube, dass mich das überzeugen wird. Aber es sieht special-mäßig aus, deswegen gönne ich es mir mal. Das hier auch. Was ist das denn für ein Schmutz? Oh mein Gott. Oh, und das könnte so ein Boden sein,
der je nachdem, in welchen Winkel man auf ihn draufschaut, anders wirkt. Da gibt's nämlich einige. Ich kauf's jetzt einfach mal. Der Hack ist real. Ja gut, Leute, also wenn das wirklich so sein sollte mit dem Nintendo-Hack, dann ändert mal lieber eure Passwörter. Und zwar nicht nur bei Nintendo, sondern auch anderswo. Solltet ihr die auch woanders verwenden. Ganz wichtig. Hast du auch diese extra Einzelcontroller? Hä? Weiß ich jetzt nicht, welche du meinst. Okay, noch eine Minute, bis wir rausgeworfen werden. Jetzt bin ich gespannt. Das wird der neue Titel. Aus dem Laden geworfen! Nein, Spaß. Na, obwohl. Ich kann es nicht garantieren. Vielleicht mache ich es im Nachhinein noch. Der Black Death, danke für die Ehrenmitgliedschaft. Und Dantendo75 ist Mitglied geworden. Danke euch beiden, Ehre. Bot the Fan, eine Münze donated. Lebkuchen33, danke für 2,29. Aber wo ich wohne, werde ich natürlich nicht beantworten, auch wenn du danach fragst. Domcraft ist jetzt Ehrenmitglied geworden. Und Jordan Lange, normales. Oh. So sehr wir deine Gesellschaft auch schätzen, aber es ist Zeit, den Laden für heute zu schließen. Wir würden uns freuen, dich bald wieder hier zu sehen. Oh, okay. Die schmeißen mich aber recht freundlich raus. Das ist ja noch in Ordnung. Haben wir das also auch mal erlebt? Cool. So. Prinz Roy, danke für 3 Münzen. Julian Wiesinger ist Mitglied geworden. Michigan Gaming hat 2 Münzen, Leute. Ich wünsche dir einen schönen Abend, mein Lieber. Ich euch allen auch. Hab gerade überlegt, ob es der richtige Boden ist, aber es passt schon. Warum sieht das einzeln so klein aus? Verstehe ich es nicht. Oder habe ich was in der mit der Optik? Na doch, oder? Ihr könnt mir doch nichts erzählen. Wisst ihr was? Die linke Seite, das ist wie bei Subway, dieses 15 cm Sub. Und das auf der rechten Seite ist der Teil, der zum 30 cm Sub fehlt. Jetzt werdet ihr aber sagen, hä? Aber das müsste doch genau die Hälfte sein. Nee, nee, nee. Die machen das genauso wie Subway. Weil das 15 cm Sub sieht auf allen Bildern immer deutlich kleiner aus als das 30 cm Sub. Da sind gefühlt 3 von diesen kleinen 15 cm Dingern drin. Und warum? Psychologie. Damit du denkst, oh, ich will immer das Größte haben. Und vor allem, das kostet dann weniger, als wenn ich jetzt 3-mal oder 2-mal das Kleine nehmen würde. Und genauso ist es hier auch. Das ist nicht genau die Hälfte. Ne? Damit du gezwungen bist, noch so ein zweites dran zu machen. Sonst schaut's doof aus. Wie bei Subway, ey. Lame. Stefanie, vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Prinz Roy hat zur Mitgliedschaft und Dolphin 5 BAM. Was ist 5 BAM? Ein super Stream macht ein super Montag perfekter Stream zum Entspannen. Danke dir. Weiß einer, welche Währung BAM abgekürzt wird? Ich lerne in Streams häufiger mal neue Währungen kennen. Heute ist wieder so ein Tag. Oder hat Julian Bam jetzt seine eigene Währung eingeführt? Dann weiß ich davon noch nichts. So Bitcoin-Gegner. Bamcoin. Hey, das könnten wir doch machen, oder? Domcoin. Wer weiß, vielleicht geht's durch die Decke und zack, sind wir alle Milliardäre. Ist halt so. Ja, ihr lacht alle, aber ey, komm, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das bei Subway noch nie bemerkt habt.
Guckt euch das mal an. Die Bilder von den 15 cm Dingern sehen so mickrig aus. Und das 30 cm nebenan, und sie schreiben darunter ja sogar noch irgendwie, ja, also was du halt drauf zahlst, ist es weniger, als wenn du zweimal das kleinere nimmst, ist ja auch logisch, so funktioniert ja die Wirtschaft. Aber mit den Bildern machen sie es dir nochmal so richtig schmackhaft, weil du dir direkt denkst, oh, das Kleine ist es nicht wert. Was ist das, Bam? Bosnisches Geld? Ah ja. Okay. Oder bremische Mark. Ein Bam, 50 Cent. Okay, nice to know. Cool. Doch, habe ich auch schon mal bemerkt. Ja, siehst du? Ist so. Ich weiß nicht, ob die das noch haben. Jetzt kostenlose Subway-Werbung auf Nacken, aber ich habe sie auch gerade ein bisschen schlecht gemacht. Eigentlich mag ich das ja. Und diese Snack-Dinger, die sie da vor kurzem eingeführt haben, die finde ich, die schmecken richtig gut. Gerade das in der Laugenbreze. Wie bei Sick. Was denn? Hat er auch schon mal Bam bekommen? Oder wie? Ich nehme sowieso immer 30 cm, sonst macht's nicht satt. Also ich muss ja sagen, dass ich von den Dingern schon immer, zumindest im ersten Moment, gut satt werde. Ich schaffe meistens sogar das 30er gar nicht. Aber ich krieg bei Subway dennoch schneller wieder Hunger als bei, keine Ahnung, McDonald's oder so. Deswegen bestelle ich auch immer das 30er, esse es aber nie auf einmal auf. Sondern esse wirklich erstmal so die Hälfte oder zwei Drittel und den Rest später. Ich schaffe das auf einmal fast nie. Keine Ahnung warum. Lol. Ja, also jetzt brauche ich ein paar Früchte, um die Bäume zu versetzen. Sonst ist das Schmutz hier. Bleibt das Stream online? Ja klar, wie immer. Das ist Part 53 im Prinzip. Nein, aber er hat Sick Coins. Ach so, die Coin-Dinger auf Twitch. Ja, ja, gut, das hat ja jeder. Glaube ich. Also zumindest bei allen Streamern, wo ich mal reinschaue, haben die das alle. Das ist, glaube ich, so eine Standardfunktion geworden auf Twitch. Eigentlich auch eine nette Idee, finde ich. Gott, wo bin ich stehen geblieben? Ah, hier. Definitiv viel zu teuer, diese Gitarre von Tyreanthna. Ich kann es nicht aussprechen. Hast du recht. Und danke dir für den Fünfer, mein Lieber. Wisst ihr, was mich noch stört? Dass man zu so Eingangstüren keine andere Wahl hat. Da kann man nur so einen einzelnen Weg bauen. Obwohl das dumm aussieht. Oder? Das sieht doch richtig dumm aus. Aber es geht nicht anders. Du brauchst noch Raymond auf deiner Insel, meint Sailor. Raymond? Wer ist denn das? Den kenne ich nicht. Ich glaube, da hinten gibt es noch ein paar Äpfel. Aber ich möchte ungern so viele Pfirsiche verschwenden. Und habe ich hier eigentlich alles richtig gemacht? Das sieht so falsch aus. Ja, ist es doch auch, ne? Hier ist eins zu viel. Was bin ich doof? Huch. Genau, hier eins zu viel. Mach's ganz weg, bitte. Hä? Wie hatte ich das denn vorher? Wegen dieser Kackansicht blicke ich nicht mehr durch. Aber ich glaube, hier muss auch noch eins hin. Ja, genau. Und dann müsste es passen. Doch. Ich denke, das passt. Das sieht auch schön aus. Fühle ich.
Darekon, danke für 5 Münzen. Ich wollte mal Danke sagen für all die Jahre. Bin seit dem Lego Movie Let's Play von 2014 dabei. Wundervolle 6 Jahre, in denen man mitlachen konnte. Das definitiv, ja. Vielen Dank für die lange Treue, mein Lieber. Auch interessant. Durch Lego Movie auf den Kanal gekommen. Das war halt so ein richtiges Off-Topic-Game, ne? Und leider auch nicht besonders gut. Lego City war nice. Verstehe ich bis heute nicht, warum da kein zweiter Teil kam. Hätte ich so gefeiert. Miu 4917, Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Und viel Spaß mit den Emojis. Es gibt jetzt auch einen neuen Emoji wieder. Dom Jackson. Du wisst schon, von dieser einen Thumbnail-Pose. Aber gezeichnet. Runde die Ecken ab. Habe ich hier auch überlegt, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das käme hier nicht geil. Es sollen halt hier auch noch ringsherum Blumen kommen. Dann sieht das besser aus. Aber wenn ich jetzt hier die Ecken immer abrunden würde, ich glaube, das sähe kacke aus. Ihr könnt es mal ausprobieren, aber ich fühle das. Nee, man muss sich ja auch später dann noch mit Blumen vorstellen und ich glaube, dann kämen diese abgerundeten Ecken nicht so gut. Ich kann mich dann ja immer noch umentscheiden. Was? Sandkasten am Strand? Oh, habe ich diesen Kommentar häufig bekommen. Was denn los mit euch, Leute? Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Ich habe schon so häufig in den verschiedensten Ländern Sandkästen am Strand gesehen. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, das ist sogar richtig gut. Weil dadurch, dass das eingezäunt ist, wissen Tiere oder auch Menschen, da spielen Kinder. Ja, okay, Tiere wissen es vielleicht nicht, aber die meisten Tiere verstehen das halt schon, wenn das ein eingezäunter Bereich ist, dass man da nicht hingeht. Aber auch Menschen wissen, okay, das sind Kinder. Und dann ist das einfach ein Platz, wo weniger Glasscherben und sowas rumliegt. Also das bietet einfach Sicherheit für Eltern. Dann wissen die, okay, das ist ein eingezäunter Bereich. Und auch die Kinder wissen, wo sie rumlaufen dürfen und wo Ende ist, gerade hier am Wasser vor allem. Das ist ganz normal. Das machen viele Hotels so. Und ich glaube, die überwachen das dann halt auch zwecks Müll und eben Glasscherben und so. Habt ihr das echt noch nie gesehen? Ich habe den Kommentar echt super häufig bekommen und dachte mir so, well? Wie gesagt, es dient einfach als Sicherheit. Und dass jeder Bescheid weiß, dass da Kinder spielen, so. Also hier wird nichts abgerundet. Dann brauchen wir hier noch die Verbindung. Macht halt keinen Sinn. Ja, sehe ich anders. Schon alleine, weil dann die Kinder wissen, wo Schluss ist. Hab das mal in Ägypten gesehen. Ja, da war ich ja noch nicht, leider. Aber gibt's auf jeden Fall in einigen Ländern. Ach, jetzt... Oh, jetzt wird mir übrigens was über Tippi angezeigt. Also entweder das hat doch die ganze Zeit funktioniert, oder es kam verspätet. Keine Ahnung, lol. Cynthia, 3 Münzen. Hi, kannst du vielleicht Baby-Bodies in deinen Shop aufnehmen? Ach, du meinst diese, ich sag mal, Unterhemden für Babys, was sie da so anziehen? Das wäre bestimmt super süß. Aber du musst ja bei den ganzen Produkten, die wir aufnehmen, auch immer die Wirtschaftlichkeit betrachten. Sonst kriege ich das auch gar nicht bei Evolve durchgeboxt. Ich glaube, das würde sich jetzt nicht so häufig verkaufen. Auch wenn ich die Vorstellung echt süß finde. Und sag niemals nie, vielleicht kommt es doch irgendwann. Aber momentan kann ich es mir jetzt nicht so vorstellen. Ja, genau, Body. Body, das sind diese Unterhemden für Kinder. Oder war das diese Art Schlafsack? Wo so ein-, zweijährige noch reingehen. Oder heißt der anders?
weiß es gerade nicht. Baby Body. Ah nee, das ist das Unterhemd. Ist nicht das. Obwohl, doch, gibt's hier auch. Jedenfalls, ich weiß, was es ist, ja. Mehr Licht an den Wegen wäre gut. In Form von... Ach so. Ja. Mache ich bestimmt auch noch. Wahrscheinlich mit Spots. Und es kann auch gut sein, dass ich das Museum nochmal ein Feld nach oben verschiebe. Dann kann ich nämlich sowohl unterhalb als auch oberhalb der Wege Spots hinstellen. Google hilft immer. Ja, ist so, ne? Ich weiß gar nicht, wie die Menschen früher ohne Google gelebt haben. Ernsthaft. Trash Me, danke für eine Münze über Tippi. Und Sel Yara LP für 3. Juhu, endlich ein YouTuber, der mich richtig ausspricht. Nach dem, ja, stummen Zuschauen musste ich einfach Mitglied werden. Echt, hab ich dich richtig ausgesprochen und die anderen nicht? Haha. Ja, aber die meisten Namen sind auch super schwer. Deswegen seid nicht böse, wenn ich die falsch ausspreche. Mit Lichtspots ist mega. Ja, finde ich auch. Das meine ich eben. Aber da brauchen wir halt hier unten noch ein bisschen Platz. Das Museum ist auch so groß. Ich müsste fast zwei Felder raufgehen, aber dann wäre der Weg hier wieder super klein. Oder ich setze es gleichzeitig auch noch, ja, hier spiegelverkehrt, nach links. Links oben, ein, zwei Felder. Genau, das wäre noch eine Idee. Wir hatten Lexika. Axel, bist du schon so alt? Mit Lexika. Ja, das weiß ich doch, Leute. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Google zu leben. Das wollte ich damit aussagen. Das war so eine rhetorische Frage. Wie konnten die Leute ohne Google leben? Das ist genauso, wie ich heute frage. Wie konnten die Leute ohne Internet leben? Das ist für mich nicht vorstellbar. Das Internet ist meine Welt. Eigentlich voll traurig, aber so ist es nun mal. Läuft die Suche nach Doris? Könnte es diese Woche ein Update geben? Google hilft immer, außer bei Krankheiten. Das stimmt, sollte man echt nicht machen. Wenn man irgendwas hat, nicht googeln. Steht immer Worst-Case-Szenario da und das ist es zu 99% ähnlich. Da macht man sich nur verrückt und... Ja, das haben wir alle schon mal durchgemacht, denke ich. Danke für den chilligen Stream. Wünsche dir noch einen schönen Abend, meinte Michigan Gaming. Ich dir auch. Klingt so, als wärst du schon weg. Ich hoffe, du kriegst es noch mit irgendwie. Warum tragen die denn alle neuerdings eine Tasche? Sie jetzt auch. Mann, warum verrutscht das denn immer? Ich will doch einfach nur alles vorlesen, Mann. Erik, stelle eine Münze. Vielen Dank. Arex PvP 10. Moin, Domi. Ich wollte dir mal für den unterhaltsamen Content danken. Ich verfolge dich mittlerweile schon seit 7 Jahren aktiv und mir ist nie die Lust an deinen Videos vergangen. Beste YouTuber. Nicht einen Tag, wirklich? Ja, ist ja okay, wenn auch mal eine Phase dabei sein sollte, wenn man keinen Bock hat. Das ist normal. Aber danke fürs lange dranbleiben. Auf jeden Fall. Bester Mann. Und Miu mit einem 5er. Wollte einfach mal Danke sagen für all die Jahre, die du uns schon amüsierst und unterhältst. Danke fürs Zusehen. Oh, und jetzt kommt wieder so eine blöde Stelle, wo so ein scheiß Baum von meiner Fresse ist und ich nichts sehe.
Vor allem, was ich mich auch frage, ist, wenn ich doch schon Terraforming in der Hand habe, warum kann ich die Patterns nicht instant überschreiben? Wieso werden sie erst einmal weggewischt? Ich meine, was will ich denn sonst machen, wenn ich doch schon meinen Bauhelm aufhabe? Hätte ich den jetzt nicht und würde Y drücken und das geht weg. Alles klar. Aber ja, ich finde, man kann sich schon denken, dass ich hier einen neuen Weg pflastern möchte, oder? Oh, es geht ja nicht wegen dem Gulli. Schmutz. Erik Ehlert ist Ehrenmitglied geworden. Er hat ja schon Ehre quasi im Namen. Schaut da. Aizawa, danke für 2 Münzen. Katsuki, what are you doing that late here? Okay, ist das ein Insider, den ich nicht verstehe? Ach komm, jetzt. Deswegen dem Tor. Man muss immer alles wegmachen. Saskia Bar, danke für den 5er. Viel Kraft euch in dieser Zeit. Wünsche euch alles Gute mit eurem Patienten. Hab selber 2 Katzen, sind gerade in dieser Zeit mein Anker im Leben. Ja. Aber wird schon. Nein! Och komm. Ja. Aber die abgerundeten Wege, das ist wirklich eine geile Neuerung. Das finde ich echt schön. Lebkuchen 33, danke für 229. Ich meinte, in welchem Bundesland du wohnst. Na, das sollte man aber als aufmerksamer Zuschauer wissen. Bayern. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit nur zu Hause. Wir haben Ausgangssperre. Wobei, nee, ist ja jetzt auch gelockert, ne? Aber ich habe mich noch gar nicht informiert, tatsächlich. Hier für Meckes, 3 Euro. Danke, Fake Niklas. Hab mir vorhin erst ein 1955er Menü geholt. Eigentlich mag ich den Burger nicht, aber ich hatte so krass Heißhunger nach dem Arztbesuch. Weil es natürlich purer Stress war. Und dann dachte ich mir einfach, boah, ich brauche jetzt Kalorien. Und hab dann den App-Coupon genutzt. Aber ey, hat geschmeckt sogar. Haben die da die Rezeptur verbessert oder was? Mareile, was los? In meiner imaginären Wundertüte habe ich diesmal eine ganz spezielle Emotion für dich. Eigentlich verwendet man die, wenn man etwas absolut verkackt hat, um sich zu entschuldigen. Aber man kann die auch super zum Headbangen einsetzen. Na, habe ich dich überzeugt? Entschuldigung gelernt. Tut mir leid, dass ich die nicht schon kannte. Danke, Mareile. Ich sehe das als späte Entschuldigung für deine Fotobombe damals. Gute Besserung für die Katze. Bleibst der beste Let's Player. Liebe Grüße. Und danke für das Animal Crossing Let's Play. Danke dir, liebe Linda. Jetzt sind wir bald durch, oder? Ah, nicht den Weg zu Claudia vergessen. Ganz wichtig. Und sie singt den ganzen Tag, oder? Ich habe Sternis für einen größeren Kauf angespart und ich habe bereits genügend zusammen. Erwin hatte mir empfohlen zu sparen und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Jetzt kann ich mir etwas wirklich Traumhaftes leisten. Als ob, alles rein in die Aktien. Ich habe übrigens meinen ersten Gewinn erzielt. Ich habe Amazon verkauft. Ich hatte eine Amazon-Aktie, habe ich einfach just for fun gekauft, als das so krass runterging. Hab 1000... Na, wie viel? Ich habe 1696 oder so gekostet. Dann aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, jetzt vor ein paar Tagen, ist Amazon in die Höhe geschnellt. Und dann habe ich es für 2,2 verkauft. Schock. Nee, für 2,1. Für 2,1. Ich wollte es erst nicht machen, weil Amazon ist immer ganz spannend. Aber dann hat die Geldgeilheit doch gekickt.
Hä? Schläft sie? Im Stehen? Okay. Ich glaube, sie wartet, bis ich bei ihr drüben den Boden pflastere. Tut mir leid, Claudia. Ich mache ja schon. Extra für dich lege ich einen Zahn zu. Oh, aber erstmal müssen wir diesen Baum hier beseitigen. Das ist ja furchtbar. Jetzt sollte man in Nintendo investieren. Habe ich gemacht. 30% im Plus. Das war mir klar. Ich habe vor Animal Crossing bisschen was reingesetzt. Könnte das auch verkaufen, aber nee. Mein Ziel ist, längerfristig eine Menge in Nintendo reinzustecken. Ich meine, das mache ich eh schon mein ganzes Leben lang. Also warum nicht auch in deren Aktien? Aber weil du sagst, jetzt kaufen, eben nicht Eagle, jetzt ist es schon zu spät. Weil Nintendo hat tatsächlich momentan den höchsten Stand seit einem Jahr. Wenn du es jetzt kaufst, kann es eigentlich nur nach unten gehen. Also klar, muss nicht. Das weiß niemand. Aber riskant aus meiner Sicht. Ich bin froh, dass ich es vorher gemacht habe. Und seien wir ehrlich, es war klar, dass jetzt zu Animal Crossing... Und wahrscheinlich auch durch Corona, muss man sagen. Weil die Switch war ja sehr krass begehrt und Ring Fit Adventure auch. Da kommt halt dann alles zusammen. Nintendo aktuell im Allzeithoch? Nee, im Allzeithoch nicht, oder? Die hatten doch safe schon mehr in der Wii-Ära. Ich schaue jetzt extra für euch mal nach. Nintendo. Ich habe tatsächlich ziemlich viele. 27% nach oben bei mir. Schön. Boah, wie das aussieht, Alter. Geht echt steil nach oben, krass. Aber ist das Allzeithoch? Ja gut, hier in meiner App geht's nur bis 2015. Man müsste mal schauen, wie es zu der Wii-Ära war. Aber läuft bei denen auf jeden Fall. Trotzdem, ich hoffe, es geht auch mal wieder steil bergab. Damit ich mehr kaufen kann. Weil ich hatte halt jetzt nicht so viel. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich längerfristig da mehr reinpumpen. Aber nicht, wenn die ihr Allzeithoch haben. Aber Gott sei Dank ist Nintendo ja eine Firma, die immer mal wieder auch dumme Entscheidungen trifft. Und dann wird's auch schön wieder droppen. Also, alles entspannt. Oh, ein Golderz! Geil! Brauche ich ja tatsächlich für die Pokalwand. Wusste gar nicht, dass du Aktienbesitzer bist. Da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber ist auch relativ neu. Also ist jetzt erst seit 2 Monaten circa so. Leider. Weil ich habe... Also dieses Thema, ich habe das nie groß verfolgt. Und mich nie groß dafür interessiert. Aber vor kurzem... Ja, kam es halt dazu, dass ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Und dann habe ich festgestellt... Scheiße, Mann. Ich wäre längst Millionär, wenn ich schon früher damit angefangen hätte. Weil so ziemlich alles, was explodiert ist, habe ich eigentlich predicted. Beyond Meat, Tesla, Amazon. Das ist der Wahnsinn. 2015 konnte man Amazon noch zu einem Wahnsinnspreis kaufen. Und ich war schon Amazon-Fanatiker. Ja, weiß ich nicht. Lange, lange davor, vielleicht 2010 oder so, und dachte mir schon, boah, das wird der neue Megakonzern. Aber ich war einfach dumm. Okay, gut, damals hätte ich vielleicht auch nicht so viel reinstecken können, aber hätte man schon einige Gewinne mitmachen können. Das war alles so absehbar und dann habe ich mich so geärgert. Aber die Zeit wird kommen. Ich werde das nächste Riesenunternehmen hervorsagen und alles reinstecken. Nee, keine Ahnung. Aber ja, ein bisschen belastend ist es schon. Allzeithoch von Nintendo war 2007.
Mhm. Ja, das kommt hin. Da hatte die Wii ihren absoluten Explosionsmodus. Warte mal, das ist doch scheiße so, oder? Ja, ist es. Lass mal lieber so machen. Naja, man muss sich halt auch ein paar Gedanken machen. Für später. Und alles auf dem Girokonto rumliegen lassen, so wie ich es leider viel zu lange getan habe, ist nicht gut. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen reingerutscht. Weil es immer schön, Sicherheiten zu haben. Man muss ja jetzt nicht da mehrere hunderttausend machen oder so. Das ist definitiv nicht realistisch. Aber einfach so eine Absicherung. Why not? Laden ja auch noch mehr. Also das mit den Achsen ist tatsächlich auch einfach nur so ein bisschen zum Spaß. Weil mich einfach interessiert, yo, was wird daraus? Aber es ist auch sehr viele Minus von dem, was ich habe, leider. Aber hey. Nach Corona sieht das bestimmt wieder anders aus. Das sagen sie alle, ich weiß. Aber ich glaube, es stimmt auch. Ich weiß gar nicht, warum sich doch viele so einschüchtern lassen. Also es ist ja Wahnsinn, wie die ganzen Aktienmärkte weltweit in den letzten Wochen eingebrochen sind. Das habe ich alles gar nicht verstanden. Du kannst auch noch mehr Böden vor den Häusern machen. Ja, aber schaut das dann gut aus? Okay, bei ihr vielleicht schon, weil sie so einen breiten Eingang hat. Aber bei den anderen Bewohnern nicht so. Sammeln wir zum nächsten Tom Nook? Das wäre schön. Aber ich werde dann nicht ganz so ein Arsch. Ich will eigentlich einfach nur meine Ruhe haben. Damit ich den ganzen Tag Let's Plays aufnehmen kann. Das ist mein Ziel. Oh nein, das sieht doch scheiße aus, oder? Kann man das abrunden? Wirklich? Ja. Geht nicht. Okay, also wohl leider doch nur ein einfacher Weg möglich. Aber das sieht total beschissen aus. Was soll man denn da machen? Da muss ich mir echt eine Lösung überlegen. Ich finde das nicht geil. Du hast vergessen, ein paar Ecken abzurunden. Ja, hier zum Beispiel. Vielleicht so eine Pyramide. 3, 2, 1 vor den Türen. Naja, 2 sieht ja dann trotzdem doof aus. Höchstens. Nee. Mach doch einen Dreierweg. Nee, das stand ja hier rechts und links total ab. Einer schreibt jetzt, das geht doch abzurunden. Wieso zum Teufel hat das bei mir nicht funktioniert? Das ist alles Schmutz. Alles Schmutz. Hier, gibt ihr, das ist so Müll. Ja, man muss das abrunden können. Wieso macht er es immer weg?
Wenn ihr eine gute Idee habt, dann gerne ein Bild schicken auf Twitter. Dann setze ich das vielleicht um, aber lassen wir es jetzt erstmal so. Okay. Dann brauchen wir aber noch einen Weg hier oben zum Aufgang. Wie machen wir das? Ich denke hier links vorbei, oder? So einfach so hochziehen, dann muss ich aber das Gewässer kleiner machen. Was ist das für ein Hemd? Ein Hawaii-Hemd. Hab ich extra in zwei Farben bestellt. Damit ich regelmäßig wechseln kann. Jordan Lange und True Dawn Craft. Danke dir, oder euch, für die Mitgliedschaft. Sandy R. 5 Münzen da gelassen. Hi Domi, kann ich dich mal auf deiner Insel besuchen? Brauche alle Obstsorten, wäre echt mega. Kommst auch was von mir. Wie gesagt, es tut mir leid, ich kann leider niemanden auf die Insel lassen. Weil einfach die Sicherheiten nicht gegeben sind. Es war ja erst anders geplant, aber ihr kennt ja Nintendo. Okay, lassen wir es mal so. Und hier dann einen Weg raufziehen, so rüber und dann hoch. Aber alle Obstsorten zu bekommen ist eigentlich nicht so schwer. Und auch nicht wichtig. Das kriegst du bestimmt noch hin. Ja, damit gucke ich seit 7 Jahren. Du bist der Beste. Danke, Jordan! Tim, danke für eine Münze. Und Nintendo-Teufelchen für 2. Habe Kokolint nachgebaut auf meiner Insel. Oder habe ich auch ein anderes krasses Video gesehen? Das wird auf Twitter übelst geteilt. Und ein Pokémon. Zweite Gen-Video. Also, man kann schon richtig krassen Scheiß machen in Animal Crossing. Benzinfisch zockt. Danke für deine... Was ist das? Ehrenmitgliedschaft? Es ist mal wieder verrutscht, man kennt's. Ich hasse diesen Scheiß. Also, YouTube ist so ein Schmutz. Wirklich. Heute haben sie ja das alte, das Classic-Design abgeschaltet, sodass man nur noch mit diesem neuen Dreck arbeiten kann. Boah. Die nächste Zeit werde ich so gefrustet sein. Willst du mich verarschen? Was ist es denn? Ah, hier! Normale Mitgliedschaft und Vegas auch. Mochiplay, 5 Münzen dagelassen. Ich folge dir seit deinem ersten Super Mario Sunshine LP im Jahr 2011. Erinnerst du dich an den Lachflash wegen Jesus in Pokémon Schwarz? Nee, leider nicht mehr. Was war denn da? Ach so, wegen seinem Namen einfach, oder was? Weil es halt so klingt wie Jesus im Englischen. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Pokémon Schwarz, ja. Hm. Also ein Remake würde ich spielen, aber die Originale... Bete Noir, danke für eine Münze. Und Schaukiller 44 für 2. Lol, bei mir ist Buhu der Geist. Ey, den suche ich schon seit Tagen, ne? Am Anfang des LPs war der gefühlt täglich da. Aber da ist einfach zu viel passiert. Ich konnte nicht mit ihm interagieren. Und jetzt suche ich ihn schon seit gefühlt einer Woche, weil ich ihn für einen Part brauche. Und der Typ kommt einfach nicht. Es ist so lächerlich. Oh, und weil wir gerade dabei sind... Hier brauchen wir eigentlich auch noch einen Weg. Stimmt. Müssen wir ja darüber ziehen. Oh mein Gott. Es ist noch viel mehr zu tun, als ich dachte. Und wir müssen auch mal einen Aufgang machen zu Horst und Weber. Ach, wer ist da denn? Bei dem kann man, glaube ich, Fische verkaufen für einen höheren Preis. Der kommt genau wie der Käfersammler komplett random mal in eure Stadt. Mandy, my life with Jesus, danke für die Ehrenmitgliedschaft. Nintendo-Teufelchen zur Münzen.
Labs, eine. Micha, Ehrenmitglied geworden. Infinity, 5 Münzen, mal wieder ein kleiner Support an dich. Dankeschön, Ehre. Hallo, Mr. Gaming, 5 Münzen. Dami, mach bei den Häusern einen 3 breiten Weg und runde ihn am Ende ab. Ja, das ging ja nicht. Und ansonsten, wenn ich es falsch verstanden habe, schick mir bitte ein Bild auf Twitter, dann werde ich es verstehen. Mach mal hier einen Trampelpfad, oder? Ja, haben wir aber keinen Haus. Ah doch, da ist dieser ungeliebte Dödel, ne? Der muss weg. Das sieht auch schon wieder total beschissen aus. Dass man da keine Übergänge machen kann, ich schnall's nicht. Janne Kiesling, danke für 5 Münzen. Bist du besser noch weiter so und bleib cool. Ich versuche es. Mandy, 2 Münzen, chillig, perfekt, um Ori-Wandbild fertigzustellen. Hast du eins selbst gezeichnet? In Real Life oder für Animal Crossing? Wenn für Animal Crossing, dann hätte ich es gerne. Wollte 5 Münzen spenden, aber Farbe von 2 Münzen fühle ich mehr. So, wegen dem Blau. Stimmt, ja, wenn man 5 Münzen donatet, dann sind es 5 grüne Münzen und bei 2 blau. Ah, das sollte YouTube ändern. Aber hast recht, ich verstehe dich. Ich fühle blau auch mehr als grün. Oh, mach doch nicht immer Abrundungen, du Keck. Ja, ich muss den Baum mal packen. Oder rausziehen, wenn ich keine Axt habe. Natürlich habe ich keine Axt. Dang. Uchiha, danke für die Ehrenmitgliedschaft. Evo Pia. 5 Münzen da gelassen. Domi, wie wäre es mit einem Abo-Inselbesuch-Stream? Ich bedanke mich hier nochmal für die Hilfe in Animal Crossing. Bester LP, ich gucke schon lange. Ja, so im Prinzip ist es ja auch geplant. Zukünftig. Wenn die regulären Parts ausgegangen sind. Dann wird immer ein bisschen an der eigenen Insel geschraubt und andere Inseln besucht. So der Plan. Veranex, danke für eine Münze. Schaut denn der Typ so? Ich habe keine Fische. Er hoffentlich keine weitere Version seines langweiligen Turniers. Ist auch so. Luna J, danke für den Fünfer. Mein Hund hat während der Osterfeiertage Nierenprobleme gehabt. Er hat 4 Tage lang nichts gegessen, am Freitag eingeschläfert, aber er ist stolze 17. Oh, das tut mir leid, aber 17 ist ein gutes Alter für einen Hund, denke ich. Da kann man stolz drauf sein. Dumme muss auch weg. Destruct X, danke für die Mitgliedschaft. Und Noah Walcher ist Ehrenmitglied geworden. Lix ist er, hat 5 Münzen donatet. Hey, klar, sind die Sicherheiten gegeben, solange du kein Best Friend abgibst. Wegen Inselbesuch bei mir. Naja, man könnte theoretisch die Blumen abzupfen. Und das reicht ja allein schon. Um mal ein Beispiel zu geben. So. Und es gibt ja bei mir auch nichts zu sehen. Seien wir mal ehrlich. Ganz am Anfang war das ja als Community-Projekt geplant, aber durch die Limitationen im Multiplayer hat sich das leider schnell erledigt. Ich wünschte auch, es wäre anders. Trotz der langen Entwicklungszeit kommt es einem manchmal schon so vor, als wäre es ein bisschen unvollständig auf den Markt gekommen. Wieso auch immer, ey.
Na komm, gönn. Colonel Twix, danke für die Mitgliedschaft. Noah Walcher hat 25 Münzlis da gelassen. Bin seit 2010 dabei, Luigi's Mansion, erstes LP bei mir. Danke für alles. Oh, das allererste Luigi's Mansion LP. Das war Schmutz. Aber das zweite, da bin ich echt stolz drauf. Nicht nur wegen dem YouTube-Rekord mit dem Geld, sondern einfach, weil es doch nahezu perfekt war. Wie ich es mir halt vorstelle. Ach, wir dürfen übrigens nicht die Tapeten und Böden vergessen. Die wollte ich ja noch zeigen, ne? Ganz wichtig. Gibt's hier irgendwo Früchte? Ich muss diesen scheiß Baum rausreißen. Denn... Oder wir machen erstmal hier weiter. Luis Mönchgesang, danke für eine Münze. Janis Wagner ist Mitglied geworden und Sunny R hat zwei Münzen gemeldet. Und wenn du auf meine kommst, ich hab keinen. Hä? Kein was? What? Ich glaube, ich muss den Tisch ein bisschen umstellen, oder? Die Felsen, nein, die Felsen sind ja auch komplett im Weg. Als ob, wie viel Pech hab ich denn? Klar, die respawnen nach einer Zeit, aber trotzdem. Uff. Ich muss die zerschlagen. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Danke für die tolle Zeit, die ich seit 2012 mit dir erleben durfte. Mach weiter so. Danke, Tayana-Fan! Und danke vor allem für die lange Zeit, die du schon hier bist. Raphael Grabowski, vielen Dank für eine Münze. Und Mandy, Uri-Bild an meiner Zimmerwand in Real Life. Ach krass, dann mach bitte ein Bild davon und schick mir auf Insta oder Twitter. Ich will mal sehen. Fallburg, der Ehrenmann ist da. Hallo. Danke dir für den Fünfer. Wie sieht es mit der Zukunft von Tierkreuzung Neue Horizonte aus? Bringst du das Spiel jetzt 365 Tage mit wenigen all den Events oder doch Timeskips? Timeskips würden ja nicht mal was bringen, weil die Events nicht im Spiel einprogrammiert sind. Die werden ja immer per Update aktiviert, sage ich jetzt mal. Und auch der Content draufgeladen. Das heißt, wir sind gezwungen, häufiger mal Pausen mit dem Let's Play einzulegen. Ich denke, die täglichen Parts, die werden jetzt bald aufhören, weil es gibt einfach fast nichts mehr, was ich zeigen kann, leider. Dann geht's, wie bereits besprochen, mit den Streams weiter. Aber auch da wird natürlich irgendwann alles gesehen sein, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir auf die Updates angewiesen. Jetzt kommt ja erst einmal Tag der Erde. In ein paar Tagen. Und dann müssen wir schauen, was noch so alles nachgepatcht wird. Es gibt ja einige Gerüchte. Jasmin Merklein, danke für die Ehrenmitgliedschaft. Und Colonel Twix, auch danke dir. Machen wir hier jetzt die Verbindung. Das wird schon wieder richtig nach Schmutz aussehen. Wobei wir hier sogar einen Doppelweg machen könnten. Dann sieht das nicht ganz so blöd aus. Oder? Ja, doch. Ich weiß nicht, was ich mehr fühlen würde. Jetzt hier den Doppelweg durchzuziehen oder wie bei allen anderen einen Einzelweg zu machen. Zum Haus hin. Aber ich fürchte, ich muss allein schon deswegen den Einzelweg machen. Weil sie sonst eine Sonderbehandlung hätte und das überhaupt nicht mehr zum Rest der Insel passen würde. Jackie Tendo 12, danke für die Mitgliedschaft. Und Griech hier für 20 Münzen. Tippi kommt wohl nicht. Dann hier nochmal. Doch, doch, bitte einfach warten. Ich hatte nur gefühlt 23 Seiten Superchat nachzuholen. Ich komme gleich dazu.
Aber ja, Dankeschön nochmal. Auf jeden Fall für 20. Deine Videos machen immer gute Laune. Mein Lieblingsvideo ist PMS S35, die Buhu-Villa. Stimmt, das war cool. Ich habe fast keine Erinnerungen mehr an Paper Mario Sticker Star. Aber die Buhu-Villa war cool. Das schaue ich jedes Jahr kurz vor Neujahr an. Und wenn es mir schlecht geht, danke. War das Video so krass? Freut mich zu hören. Vielleicht schaue ich selber nochmal rein. Nein, was soll das nicht? Ich muss lernen, ich darf nicht zum Weg hinschauen, sonst denkt er immer, ich will abrunden oder ausreißen. Unser Hund ist gestorben, war älter als ich, fast 12. 12 ist so, ich glaube, Durchschnitt, ne? Bin da kein Experte. Gerade sage ich's noch. Krümel, danke für 20 Münzen. Domi, du bist für uns schon lange unsere TV-Sendung. Ersten zwei LPs waren beide alten Paper Mario-Teile und meine Frau findet deinen Skyward Sword LP so lieb, weil das da war, wo du Juli kennengelernt hast. Weiter so. Ja, das stimmt. Aber ich persönlich finde das Let's Play total scheiße. Ich bin froh, wenn Nintendo endlich mal einen Remaster zu Skyward Sword ankündigt. Weil an sich habe ich Bock auf das Spiel, auch wenn es nicht das beste Zelda ist. Aber ich habe Bock auf das Spiel und es braucht auch ein neues LP. Ich will nur einfach nicht die Wii-Version anfassen. Vor allem deshalb, weil es ist einfach klar, dass früher oder später ein Remake kommt. Frage ist jetzt, noch vor Breath of the Wild 2 oder danach? Okay, der Weg steht. Oh, abrunden, stimmt. Und die Wege, die ich vergessen habe abzurunden, die mache ich dann einfach off-cam. Hier auch. Digga. Ja. Sunny, ja, danke für den Fünfer. Hab keine Freunde, die mir helfen. Hab so viel Obstanleitungen und kann sie nicht machen. Hab nur Äpfel und Birnen, wäre mega. Ach komm, dann melde dich doch im Chat. Sunny, es finden sich doch bestimmt ein paar Leute, die dir ein paar Obstsorten vorbeibringen, oder? Dann könnt ihr vielleicht Switch-Freundescodes austauschen und euch gegenseitig besuchen. Jeder findet Freunde hier. Das garantiere ich. Helft mal der Sunny. So, und jetzt Tippi. Riecht hier, da bist du ja. Mensch, gleich der nächste wärst du gewesen. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Aber ich arbeite immer gerne eins ab und gehe dann wieder zum anderen rüber. Manchmal denke ich mir, so Einblendungen wären doch nicht verkehrt. Dann kann man immer schneller drauf reagieren. Na, schwierig, schwierig. Ach so, du hast ja genau dasselbe gepostet. Okay, dann für die Zukunft, auch für alle anderen, wartet einfach. Ich reagiere schon noch drauf. Und ansonsten könnt ihr auch gerne im Chat nachfragen, aber bitte erst nach einer halben Stunde ungefähr, wenn sich da nichts getan hat. Also ihr müsst nicht nochmal eure Donny dann bei Superchat reinhauen. Es dauert nur manchmal, gerade bei 5000 Zuschauern, ein bisschen länger. Aber ich habe alles im Blick. Nur er nicht. Er ist lost. Aber du hast mich jetzt echt neugierig gemacht auf die Pokémon, nicht Pokémon. Paper Mario Buhu Villa Folge. Die war auch ziemlich lang, ne? 30, 40 Minuten oder so ging das, glaube ich. Crazy! Ach, hier ist ja noch ein Fossil. Gönnung. Boku, danke für eine Münze. Hey Dom, da ich im Chat nicht durchkomme, Nintendo wurde gehackt und es wurden Daten geleakt. Ich werde mich später informieren, aber ich habe auch schon ein paar Sachen gehört, ja. Ist halt nur blöd, weil das wohl User-Daten betrifft. Wären deren Projekte geleakt worden, also die Spiele, die uns bald erwarten,
wäre noch verkraftbar gewesen. Zumal die uns ja einfach nichts mitteilen. Es gibt keine Neuankündigungen derzeit. Also keine großen zumindest. Es ist schon blöd. Ex-Brox, danke für 3 Münzen, lieber Tippi. Man kann in Animal Crossing New Horizons ebenfalls Aufträge der Bewohner erledigen und Pakete ausliefern. So habe ich eins von Jule, meiner Freundin, in-game und RL an Iris bekommen. Was? Und warum passiert mir das nie? Das Einzige, was ich und meine Bewohner an Interaktion haben, ist Hallo und Tschüss. Warum hast du solche coolen Events? Was mache ich denn falsch? Bin ich echt neidisch. Weil das ist eine Sache, die im GameCube Animal Crossing echt mega krass war. Und damals haben auch schon alle geschrieben, so von wegen, oha, warum gibt's das heute nicht mehr? Da wusste ich gar nicht, dass es nur im ersten Animal Crossing so war. Aber ich hab's ja schon vor 1-2 Parts gesagt. Ich finde, die Bindung zu den Mitbewohnern ist in diesem Teil nicht gut. Noch so ein Scheißbaum, der im Weg steht. Mann! Gibt auch einfach zu viele, ne? Würde mich freuen, wenn du Kokolint besuchst. Wenn du einen guten Rübenpreis hast. Oder vielleicht bei den Streams. Genau, melde dich doch einfach bei den Streams nochmal. Also den Besuchsstreams, meine ich. Dann können wir gerne mal vorbeischneiden. Überlege, dich und Juli zu zeichnen, aber im realistischen Stil. Du kannst es gerne versuchen, Kim. Ich freue mich. Warum nicht? Jasmin Merkler, danke für 5 Münzen. Hab mir erst letztens nebenbei die komplette LP-Reihe von Paper Mario reingezogen. Legit alle Paper Mario-Teile, immer noch das beste Spiel. Ja, Paper Mario 2 könnte auch ein Update gebrauchen. Nicht nur das LP, auch das Spiel. Es soll uns den Gerüchten nach ja dieses Jahr noch ein Paper Mario erwarten. Da Nintendo weiß, dass jeder Paper Mario 2 feiert. Vielleicht wird's was mit dem Remake. Was war dein erstes LP? Pokémon Feuerrot, aber diese Version existiert nicht mehr. Emma 2512, danke für den 10er. Danke für viele Jahre Unterhaltung. Hab dich abonniert seit Wind Waker HD und deine Videos haben mir in vielen Zeiten geholfen. Sehr erfreulich. Und auf Wind Waker habe ich auch Bock übrigens. Oh nein, baue ich den Weg gerade. Stimmt, ich hätte im Einzel weitermachen müssen, ne? Crap! Ach komm, hauen wir den scheiß Baum weg. Der nimmt mir komplett die Sicht. So. Ja, ja, genau. Die Seite hier ist falsch. Es muss ja ein Einzelweg sein. Danke, Domi. Ah, hat's geklappt, Sunny? Nice. Diese, habe ich doch gesagt. Jeder findet hier Hilfe oder Freunde. Einfach Codes austauschen. Und let's go. Wisst ihr, wen ich vergessen habe? Das war jetzt keine Absicht. Carsten. Ich merk's nur gerade. Er ist der Letzte, der noch einen Weg braucht. Lohol. Einfach mal Carsten vergessen.
Wobei gut, er hat auch keinen Weg verdient. Schnell das Geschenk, das kriegen wir noch. Geh doch weg, du Trottel, du nervst nur. Nein, 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 nein. Oha, mit dem letzten Schuss. XL21S, danke für deine Mitgliedschaft. Und willkommen. Fünf Eisenerz, naja gut. Naja gut. Nichts Weltbewegendes. Wie lange wirst du noch streamen? Also eigentlich mag ich die Frage nicht, deswegen bitte sie nicht stellen. Aber solange bis alle Böden fertig sind und wir die Tapeten angeschaut haben. Erstmal Bäume beseitigen. So. Ja gut, der Rest kann bleiben. Was macht der da? Zieht sich die Pollen rein. Steht wohl drauf. Ich ja nicht so, muss ich sagen. Fallborg, wie wär's mit Pokémon Feuergrün für die Memes? Habe ich auch letztens drüber nachgedacht, ja. Ist nicht ausgeschlossen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so lange, ne? Das mache ich bestimmt mal. Nein, mach weiter. Mach dann mal Kaffee. Nee, warum? Es fehlt doch nur noch Carsten, oder? Also klar, eigentlich auch, na, sag schon, Horst und Weber, aber da wir da noch keinen Aufgang haben, fange ich auch gar nicht erst an. Okay, wie mache ich jetzt den Weg? Hier so eine Verbindung rüber noch? Oder hier runterziehen und dann nach links. Du läufst schon länger ohne Hose rum im Spiel. So, jetzt nicht mehr. Antrana 12, danke für 6 Münzen. Hallo Domi, danke. Dank dir bin ich. Was? Danke dir! Komma, bist der Beste. Eine schöne Insel und ich werde mich beim Besuchsstream bewerben. Mach das! Aber was mache ich jetzt? Ich glaube, ich ziehe da einen rüber. Weil hier jetzt noch so einen Weg raufzumachen, ein bisschen unnötig. Also wenn dann die beiden miteinander verbinden, ist besser. Nicht für die Klicks, sondern für die Memes. Oh, für beides, oder? Wobei, ist das noch cool? Pokémon Feuergrün? Wer übrigens fast blind. ...90% ungefähr. Das sieht aber schon ein bisschen komisch aus. Oder? Ja, ich glaube, ich werde dann noch ein bisschen an dem Fluss arbeiten. Warum hat sich mein Chat eigentlich aufgehängt? Ja, moin. Jetzt geht er wieder. Gibt 4 Aufgaben. Fundsache, Paket, Insekt, Fisch. Also Fundsache hatten wir einmal, aber von dem Rest noch nie was gehört. Das ist ja gemein. Ich habe einfach schon über 50 Parts und das wird mir nicht gegönnt. Frechheit.
Dabei würde ich doch so gerne meinen Bewohnern Pakete ausliefern. Das ist auch scheiße. Mach mal dann nur die Ecke ab. Oh, sie gießt die Blumen. Danke dir. Voll süß. Sieh nicht, ich fühle das nicht. Oder? Ja, so ist geiler. Aber trotzdem will ich da die Ecken abgehackt haben. Ja, aber nicht so krass. Hey! Nur ein bisschen. Hasse es. Ja, okay. Geht anscheinend nicht besser. Alles klar. Diese Flussbearbeitung ist Müll. Ich hasse es. Ich könnte mich da so aufregen. Komm, lassen wir es einfach so. Ist besser als vorher. Aber ich könnte mich da so aufregen. Glaubt ihr gar nicht. Oh, shit. Hab heute das Spiel auch runtergeladen. Ist mega. Es bockt schon, ja. Aber irgendwann gehen einem halt die Ideen aus, was man machen kann, leider. So ein größeres Update würde ich jetzt feiern. Achso, wir haben ja gar keine Schleuder mehr. Die ist kaputt. Verflucht. Speedtrain, danke für die Mitgliedschaft. Der Destruct X5. Münzen dagelassen. Bin jetzt seit Breath of the Wild dabei und seitdem ein riesiger Fan und ich wundere mich schon eine Weile, was sind deine größten Erwartungen an Breath of the Wild 2? Das offene, also offene Weltsystem wie in Breath of the Wild 1 bitte und klassische Dungeons. Also quasi das Beste aus beiden Welten vereint. Das würde ich feiern. Lol. Ich hatte noch nie einen Moment, bitte, am Briefkasten. Brief von Jorna. Lieber Domi, danke, dass du immer meine Rüben kaufst. Hier sind ein paar frisch gepflückte Bambussprossen, wie beim letzten Mal, die du nicht tragen kannst, weil du überfüllt bist. Auch wie immer. Mhm. Warte, wir pflanzen einfach die Blume irgendwo hin. Ja, hier drüben. Dann kommt der nächste Besuchsstream. Weiß ich jetzt nicht. Aber bald. Habe ich nur eine Blume? Oh Mann! Ich habe so viele unnötige Bäume aufgesammelt. Das Blöde ist, ich kann die halt jetzt nicht verkaufen. Na doch schon. Aber ich krieg dann weniger Geld. Ich mag diese Box auch nicht so. Da kommt Typi endlich an und man ist kurz weg. Jetzt schaue ich dich aus der in zweimal an, bis ich live bin. Ich, Ungeduldsmensch, war nicht so aktiv bisher, kann ich heute mal springen lassen. Ah, okay. Ja, danke dir auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt blöd, dass du es auch noch verpasst hast. Aber der Stream bleibt ja online, also kannst du es dir nachher noch anhören, was ich dazu gesagt habe. So, wo ziehen wir uns jetzt die Tapeten rein? Nicht hier oben. Nee. Lass mal hier hingehen. Hier ist gut. Suche Spiele für die Switch, hast du Empfehlungen? Na, guck dich doch auf meinem Kanal um. Es gibt einiges. Und das meiste, was ich gespielt habe, finde ich auch geil. Also. Perlen, Vorhangband. Nee. Das sieht so aus, als wenn da Blut runterlaufen würde. Muss nicht sein. Bunt Plattenboden? Pff.
Also das ist mitunter der größte Absturz, den ich bisher in Animal Crossing gesehen habe. Kannst du bitte irgendwann Super Mario 64 spielen? Da gibt's doch schon seit gefühlt einem Jahrzehnt ein Let's Play, Raphael. Gib einfach mal ein, Mario 64 Damtende, dann wirst du es finden. Also, das sieht schrecklich aus. Dann Tafelpaket. Also ich merke jetzt zumindest keinen Effekt, wenn man davon irgendeiner Seite... Obwohl. Ja, keine Ahnung. Sagen wir, es sieht ganz okay aus. Das ist sowas ähnliches, wie wir oben haben, nur in Grau. Aber da finde ich das Dunkelbraune von oben doch schöner. Hä, was? Ich bekomme meistens Aufträge von meinen Bewohnern, wenn ich sie dreimal hintereinander anspreche. Naja, aber man hat in den letzten Parts gesehen, dass ich häufiger meine Bewohner angesprochen habe, weil ich ihnen was schenken wollte. Und es hat trotzdem nichts gebracht. Trotzdem, danke für den Hinweis, Igel. Ja, also weiß ich jetzt auch nicht, was man mit so einer Tapete anfangen soll. Diese jedoch, ja, find ich hübsch. Könnte ich mir sogar dauerhaft hier im Bad vorstellen. Mega die Flexwand. Das ist dann so ein richtiges königliches Badezimmer. Ich glaube, das lasse ich. Aber wir wollen uns auch das nochmal anschauen. Grüne Holzwand. Nee. Dann sind wir durch mit dem Zeug, das wir gekauft haben. Beste auf jeden Fall die Wandverkleidung. Das ist sick. Brauchen nur noch einen passenden Boden. Weil, so wie es jetzt ist, ist es natürlich lost. Palast. Ja, schon ein bisschen, ne? Luxus pur. Erinnert mich an Haus des Geldes. Ah, schaue ich leider nicht, deswegen habe ich da jetzt keine Verbindung zu. Aber mir gefällt's auf jeden Fall. Und jetzt bin ich müde. War ein anstrengender Tag, mit der Katze vor allem. Aber die Wege sind fertig. Und das sieht doch schon mal viel schöner aus als vorher. Machen wir noch einen kleinen Rundspaziergang, dann finde ich vielleicht noch ein paar nicht abgerundete Ecken. Und dann lassen wir das alles genüsslich auslaufen hier. War ein entspannter Stream. Wann findet ein Besucherstream statt? Ja, wie gesagt, demnächst. Jetzt ist erstmal wichtig, dass sich morgen, am besten vormittags, Leute melden, die einen heftigen Rübenpreis haben. Ah, stimmt, hier muss ich noch die Bäume verschieben, das mache ich aber jetzt nicht mehr. Hier, die Ecke ist, glaube ich, nicht abgerundet. Nee, ist sie nicht. Kein Fenster zum Lüften. Stimmt, das ist im Bad ein bisschen blöd. Aber dann sollten wir halt einfach schauen, dass wir das Klo nicht zuscheißen. Ach, habe ich übrigens... Nee, habe ich nicht, schade. Ich zeige euch das aber noch, wie das aussieht, wenn man... Ich sag mal, die Toilette benutzt. Was wir halt jetzt ganz dringend brauchen, sind viele, viele Blumen, damit es nicht so leer aussieht. Hat was Griechisches, das Bad. Ja, das stimmt. Sagt mir sehr zu. War krass, wie viel Arbeit das jetzt war, ne? Gut, man muss sagen, ich habe natürlich auch doppelt so lange gebraucht, weil ich erstmal die normalen Patterns wegmachen musste. Aber trotzdem, ey.
Heftig. Oh, warte mal, wir haben doch jemanden vergessen. Nein! Die Kuh. Wir müssen die Kuh noch machen. Oder machen wir das ein andern Mal? Aber ich glaube, es ist mir heute echt noch ein bisschen zu viel. Zur Schneiderei muss ich ja auch noch durchziehen. Machen wir das ein andern Mal, okay? Ich glaube, der Stream ist auch schon lang genug. Es gibt bestimmt viele Leute, die ihn nachschauen wollen. Und je länger er ist, desto mehr denken die sich, WTF! Level Ratings, danke für eine Münze. Hunde sind besser, oder? Nein, Katzen. Katzen auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Das Wichtigste haben wir geschafft. Und vielleicht finde ich morgen eine geile Insel, um mit meinen Rüben zu handeln und sie allen vorzustellen. Denn das ist immer das Wichtigste. Meldet euch nicht nur wegen dem Rübenpreis, sondern auch, weil ihr eine geile Insel habt. Das wäre nice. Ja, und dann bis morgen. Gute Nacht, Leute. Ciao. Achso, ja, hier, das kann man auch noch machen hier. Das ist ganz empfehlenswert, da oben drauf zu drücken. Wobei, eigentlich ist es ja da unten. Da oben ist nur die Anmerkung. Unten ist der Button. Und der Like auch. Ah, okay, ich quatsch nicht. Ihr wisst das eh alle. Ciao.